Zurück nach Südtirol. In rund 9 Monaten finden in Südtirol Landtagswahlen statt. Die Parteien bereiten so langsam den Wahlkampf vor. Da erreicht uns diese Meldung. Die Freiheitlichen tauschen ihren Kapitän aus. Andreas Leiter-Reber gibt den Parteivorsitz ab. Es übernimmt die bisherige Vize-Obfrau Sabine Zoderer. Der scheidende Obmann und die künftige Obfrau der Freiheitlichen. Nach 6 Jahren übergibt Andreas Leiter-Reber seinen Parteivorsitz an Sabine Zoderer. Das kommt nicht überraschend, sondern ich habe das schon vor Monaten angekündigt im Parteivorstand. Und ich sage ganz bewusst, dieser Wechsel muss in diesem Wahljahr stattfinden. Und es ist kein Wechsel, sondern eigentlich eine Kontinuität. Sabine Zoderer war meine Stellvertreterin und wir stellen uns jetzt noch breiter auf für diesen Wahlkampf. Es geht um so viele Baustellen in diesem Land, von der Energiekrise beziehungsweise vom leistbaren Wohnen bis zur Sicherheit. Es gibt so viele Baustellen, die uns diese Volkspartei hinterlassen hat und die wollen wir gemeinsam angehen. Die 43-Jährige aus Batschins sieht das auch so. Sie will die Politik von Andreas Leiter-Reber fortsetzen. Ich glaube, ich muss nichts anderes machen. Andreas Leiter-Reber, unser Obmann, hat es super gemacht. Ich war an seiner Seite jetzt für 3 Jahre als Stellvertreterin, konnte somit auch mich einbringen, mitarbeiten. Deshalb, ich werde den Weg weitergehen, diese Richtung von Politik, die wir als Freiheitliche jetzt unter Andreas Leiter-Reber gemacht haben, möchte ich und werde ich auch weitergehen. Ziel der Blauen sei es, bei den bevorstehenden Landtagswahlen mehr als die derzeitigen 2 Sitze zu erhalten. Und Zoderer ist zuversichtlich, dazu beitragen zu können. Dass ich für die Landtagswahlen kandidiere, das war schon klar, gleich nach den Parlamentswahlen, denn ich habe da ein Top-Ergebnis eingefahren mit fast 5000 Stimmen im Westen. Das war ein klares Zeichen der Wähler an mich. Die Batschinserin muss beim Parteitag der Freiheitlichen in einer Woche noch offiziell gewählt werden. Ihre Wahl zur neuen Obfrau gilt aber bereits als sicher.